Moin moin meine Lieben, ich melde mich heute zurück mit einem neuen Video aus der Reihe Hashtag Kreativ verdienen. Das ist die Gruppe, in der ich gemeinsam mit fünf anderen Mädels monatlich zu einem Thema aktiv bin. Und wir in diesem Monat, im Monat November, haben wir uns das Thema Advent ausgesucht. Mit dabei sind unter anderem Jasmin, Annika, Romy, Birgit, Biggie und ich. Die Kanäle der Mädels verlinke ich euch in meiner Infobox, da könnt ihr draufklicken, dann kommt ihr dorthin und könnt euch auch von den Mädels die Videos angucken, was sie zum Thema Advent gestaltet haben. Ich möchte euch eine Kartentechnik vorstellen, und zwar die Open Center Box Karte. Und wie das funktioniert und was ihr dazu braucht, das folgt jetzt. Wir brauchen zweimal ein Stück Designerpapier in den Maßen 28 x 10,5. Das müssen wir uns jetzt als erstes falzen. Dafür hole ich mir mein Schneidebrett, mit dem ich eben auch falzen kann. Dann nehmen wir den ersten Streifen und den falzen wir bei 7 cm an der langen Seite. Den falzen wir bei 14 cm und bei 21. Auch das zweite Stück Papier holen wir uns dazu. Auch den falzen wir bei 7, bei 14 und bei 21. So, dann kann das Schneide- und Falzbrett erstmal weg. Den ersten Cardstock falten wir uns so in der Mitte. Und in meinem Fall arbeite ich jetzt mit einer Stanze. Und zwar müssen wir auf diese Seite ein Feld reinstanzen. Wer jetzt keine Big Shot hat, kann sich natürlich das auch markieren und dann mit dem Cuttermesser ausschneiden. Das funktioniert auch wunderbar. Ich möchte das aber gerne hier mit der Stanze machen. Die habe ich so ausgewählt, dass an allen Seiten noch ein bisschen Rand bleibt, weil wir da anschließend gleich noch was dahinter kleben. So, ich fixiere mir das hier mit so einem Stückchen Tesa-Crepe, also so Maler-Crepe einfach. Das klebt ganz gut, aber ist nicht zu stark, sodass ich da auch den Farbkarton nicht kaputt mache. Ich stanze das mal eben schnell aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Ganze habe ich jetzt einmal durch die Big Shot gekurbelt. Und kann dann jetzt die rausgestanzten Teile rauslösen. Nicht wegwerfen, die brauchen wir gleich noch. Upsala. Da muss man ein bisschen vorsichtig abziehen, weil das natürlich schon ein bisschen Klebekraft hat. Aber mir ist das noch nie passiert, dass das den Cardstock kaputt gemacht hat. Von daher nutze ich das ganz gerne und das kann man auch mehrfach nutzen. Das ist jetzt nicht so, dass man das direkt wegschmeißen muss. So, wie gesagt, die beiden Seiten brauchen wir gleich noch. Jetzt nehmen wir uns das zweite Papier. Das knicken wir auch so rum. Und dann falten wir das so rum. So, dass das so vor uns liegt. Den zweiten Cardstock, den falten wir uns auch hier an der Falzlinie, die jetzt noch übrig ist. Und auch hier falten wir uns das. Das ist ein bisschen knifflig, weil natürlich der Stanzrand hier ein bisschen schmal geworden ist. So, dass die Papiere so vor uns liegen können. Jetzt legen wir uns das so aufeinander. Also machen das alles nochmal platt. Ich nehme mir zur Hilfe hier solche Clips, damit mir das gleich nicht mehr verrutscht. Dann passe ich den Cardstock aneinander an, klemme den hier fest. Das mache ich auch nochmal hier an der Mitte. So, dass wir die ungefähre Position haben.
Und jetzt kleben wir die eben ausgestanzten Teile hier dahinter. Huch, da verhakt sich schon was. Das mache ich mit Flüssigkleber, weil man dann die Chance hat, das nochmal ein bisschen hin und her zu schieben, bis es wirklich passend ist. Das ist mit Klebeband immer schwierig, weil wenn das dann klebt, dann klebt das. Von daher nutze ich für solche Sachen einfach gerne den Flüssigkleber. So, und jetzt passen wir einfach genau die Stanzung ab und kleben das Designerpapier passgenau in die Lücke. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man wirklich nicht den Cardstock, den man nachher wieder hoch haben möchte, festklebt, sondern eben nur so, dass es passend ist. So. Und auch hier gut schauen, dass es passend ist. Einmal an den Kanten lang gehen und dann etwas hochheben. Und dann kann man das auch gut so festdrücken, beziehungsweise so. Upsala. Kann man jetzt die Klammern schon lösen und kann hier überall nochmal ordentlich festdrücken. So. Damit haben wir quasi hier das als Schablone genutzt. Es wird später eine Karte, die wir so aufstellen können. Aber wir brauchen jetzt hier natürlich noch was. Und dafür habe ich mir so leicht grünes Transparentpapier genommen. Das schneide ich mir nun zu. Und je nachdem, wie groß hier die Ausstanzung war, muss ich mir das einmal ausmessen. Das heißt, in meinem Fall kann ich mir das zuschneiden auf 6,7 mal 10 cm. So. Also einmal 10 cm abgemessen. Und dann brauchen wir 6,7. Und noch einmal 6,7. Wir schauen am besten dann einmal, ob das auch so passt. Das sieht gut aus. Das kleben wir gleich dahinter. Vorher möchte ich da aber gerne was draufstempeln. Da das Papier etwas glatter ist, nutze ich dafür mein Stazon. Auf dieses Transparentpapier kann man jetzt jedes mögliche Motiv stempeln. Ich habe mir vom Action, das habe ich vor 2 oder 3 Jahren dort gekauft, dieses Set ausgesucht und möchte hier gerne den großen Hirsch aufstempeln. Der soll da einmal so drauf. Und da das Transparentpapier etwas glatter ist, nehme ich mir dazu meine Stempelhilfe. Die ist noch falsch herum. Und dann gucke ich einmal, wie ich mir das positionieren kann. Ja, das war jetzt gerade Schwachsinn. Der Magnet wird da nicht sitzen können. Upsala. So. Das mache ich mir jetzt gut fest. Da in der Mitte passt auch noch einer rein. So, dann nehme ich mir den einmal auf, nehme mein Stazon und jeder, der Stazon hat, der wird alleine schon beim Gebrauch von Stazon an Weihnachten denken müssen, denn ich liebe diesen Geruch von dem Stazon-Kissen. Das riecht so ein bisschen nach Marzipan, nach Weihnachten halt. So, den stempel ich mir hier einmal genau auf. Guckt, dass ich alles gut erwische. Ja, an manchen Stellen ist das noch nicht ganz deckend, da stempel ich einfach nochmal drüber. Ja, so gefällt mir das. Dann muss man jetzt vorsichtig das Papier abnehmen, weil das einfach noch so leicht feucht da drauf ist.
Dann nehmen wir uns den zweiten, das zweite Stück. So, ich gucke einmal, ob das noch so passt. Man kann jetzt natürlich auf die andere Seite auch etwas anderes stempeln. Ich in meinem Fall möchte aber auf beiden Seiten dasselbe Motiv stempeln. Da ist man wirklich ganz frei. Man kann da auch einen weihnachtlichen Spruch drauf stempeln oder einen Tannenbaum oder vielleicht auch eine Kerze. Wirklich das, was einem beliebig ist, kann man da nutzen. Ich finde halt hier diesen Hirsch sehr schön für die Weihnachts- und Adventszeit. Und wenn man dann eine Kerze da drin stehen hat, sieht das wirklich schick aus. So. Bei so großen Stempeln muss man auch mal ein bisschen fester drücken. Das sieht gut aus. Auch das nehme ich ganz vorsichtig raus. Leg das hier rüber. Und dann mache ich noch schnell meinen Stempel sauber. Also ich habe schon öfter gehört, dass jemand sagt, er hat Probleme mit dem Stay, und dass das die Stempel verfärbt. Ich mache den direkt danach mit einfach so einem Babyfeuchttuch sauber. Und habe eigentlich bisher selten, also natürlich so ganz leichte Verfärbung habe ich, aber das hat man nach gewissem Gebrauch auch immer bei allen Stempeln. Aber wie ihr seht, der wird komplett wieder sauber. Also ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass Dayson so sehr die Stempel angreift. Und am wenigsten übrigens auch Action-Stempel. Ich nehme an, dass das daran liegt, dass das wahrscheinlich günstigeres Silikon ist und nicht das hochwertige Fotopolymer oder sowas. Aber jetzt habe ich den hier draufgelegt. Aber wie gesagt, bei Action-Stempeln habe ich das am wenigsten bisher erlebt, dass da wirklich eine Verfärbung eintritt. So. Mal alles hier ein bisschen ordentlich machen. Jetzt brauchen wir wieder diesen Cardstock. Dann nehme ich mir meinen Flüssigkleber und fahre hier einmal außen dran herum. So. Dann nehme ich mir meinen ersten Hirsch. Der ist jetzt noch leicht feucht. Also beim letzten Mal habe ich das halt länger trocknen lassen. Aber das würde jetzt einfach lange dauern, zu lange dauern. Von daher nutzen wir das jetzt so. Kleben den hier vorsichtig dahinter. Streichen auch hier einfach vorsichtig an den Kanten einmal lang. Da habe ich zu viel Kleber erwischt. Sodass das da eben gut haftet. Und dasselbe machen wir auch auf dieser Seite. Auch da einfach den Rahmen einfach mit Flüssigkleber einmal umranden. Und dann bringen wir auch hier das bestempelte Vellum oder Transparentpapier vorsichtig auf. Klappt eigentlich ganz gut. Wer jetzt Angst hat, dass sich da irgendwas löst oder nicht fest genug hält, kann auch vorsichtig hier mit Tesafilm nochmal überkleben die Kanten. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, diese Karte. Bei mir hält es eigentlich ganz gut mit dem Flüssigkleber. Wenn man den ein bisschen andrückt, da wälzt sich später auch nichts oder verzieht sich nochmal. Das ist wirklich ganz gut. So. Dann haben wir hier den Hirsch jetzt. Ich finde das ganz witzig mit den Bäumen, sodass der Hirsch irgendwie aus dem Wald rausguckt. Und jetzt kleben wir diese Seiten auf diese Laschen. Das mache ich, wie gesagt, auch mit Flüssigkleber. Ich arbeite ja auch am liebsten eigentlich mit Flüssigkleber, weil man da immer noch mal so ein bisschen hin und her ruckeln kann, bis es dann wirklich passt. Da hat man einfach ein bisschen mehr Zeit als bei Klebeband. So, dann lege ich mir die Karten so auf, dass das hier wirklich passend ist. Streiche da noch mal richtig drüber. Also mit dem Hirsch, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig, da noch nicht ganz so dicht dran gehen, weil der einfach noch sehr feucht ist. Und dann machen wir das hier auf dieser Seite genauso.
So, auch hier gucken wir, dass wir schön die Kanten erwischen, dass da kein weißer Rand hervorsticht. Dann falten wir uns die Karte einmal so, streichen das richtig schön glatt. Das kann man jetzt auch mit einem Falzbein machen. Das mache ich nochmal eben schnell hier, dass man auch wirklich alle Kleberreste gut verteilt. So. Und dadurch bekommt das nämlich automatisch auch schon diese Form. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Jetzt kann man natürlich nach Belieben noch die Karte dekorieren. Es ist immer noch leicht feucht, von daher möchte ich sie jetzt noch nicht ganz zumachen. Na doch, das geht schon. Genau, dann falzt man sie nämlich von außen auch nochmal hier flach. Und dann hat man so eine Karte, die man verzieren kann. Da kann man jetzt einen Aufleger drauf machen oder noch was schreiben. Worum es mir aber jetzt gerade geht, ist halt das Bild, wenn man sie aufstellt. Und jetzt kann man da natürlich ein Teelicht reinstellen. Ich bin ehrlich, mit Papier und echtem Licht bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber ein elektrisches Teelicht funktioniert da super drin, ne? Das kann ich euch jetzt auch noch mal zeigen. Ich habe hier so ein aus dem Euroladen so ein elektronisches Teelicht. Na gut, ich mache einmal hier das Licht aus. Ich versuche das mal durch die Kamera so ein bisschen hinzukriegen. Ja doch, so sieht man es, ne? So, glaube ich, seht ihr das. Also, wenn ihr euch jetzt vorstellt, die Karte steht halt wirklich auf dem Sideboard oder auf dem Regalbrett und man hat da so ein elektronisches Teelicht hinter, finde ich, ist das eine super schöne Karte, die man sich jetzt zu der Adventszeit auch hinstellen kann und einfach einem seiner Liebsten eine solche Karte schenken kann oder verschicken kann. Und der kann sich die dann mit einem elektronischen Teelicht aufstellen und hat auch während des Advents eine super schöne Dekoration. So, ich mache nochmal das Licht wieder an. So, damit man diese Karte natürlich jetzt beschriften kann, habe ich mir gerade überlegt, dass ich, um in der Form zu bleiben, mit diesem Stanzteil mir einfach nochmal Textfelder hier und hier drauf klebe. Die habe ich jetzt eben ausgestanzt, einfach aus weißem Cardstock, damit man eben auch einen Gruß an den oder die Liebste, die man dort beschenken möchte. Da guckt man einfach, dass man hier so ein bisschen in der Linie bleibt und das auf der gleichen Höhe aufklebt. Und dann hat man nämlich die Möglichkeit, da ein paar liebe Worte oder einen netten Gruß drauf zu schreiben. So. So. Und natürlich möchte ich auch vorne etwas dekorieren. Auch dafür arbeite ich mit derselben Stanze und nutze aus dem Set das Schönste zum Fest von Stampin' Up. Das habe ich euch in meinem letzten Stempel-Food-Haul gezeigt. Also da habe ich bei Stampin' Up bestellt und habe ganz, ganz viele Stempel-Sets unter anderem bestellt. Und da war auch dieses mit dabei, glaube ich. So, und da nutze ich das, den Spruch festliche Grüße. Huch, da ist das Stempelset. Das stempel ich allerdings jetzt mit Versafine und nicht mit Stayson. Doch, alles eingefärbt. So. Übrigens, dieser weiße Cardstock, das ist auch wieder aus dem Action-Block, wo dieses kraftfarbene, das schwarze und das weiße Papier drin ist. Das nutze ich momentan total gerne, weil man da einfach die Auswahl hat zwischen festem Cardstock und einem leichten Tonpapier. Ich habe jetzt hier in dem Fall Cardstock genutzt, um das hier drauf zu kleben. Aber da kann man eben auch jedes andere Papier nutzen. So, einfach noch Kleber drauf.
Dann platzieren wir uns das hier mittig. So, und um das noch ein bisschen weiter auszudekorieren, ich habe hier vom Action vom letzten Jahr, waren das solche Sticker, das sind so Epoxy-Sticker. Und da habe ich hier und hier auch so welche mit dem Hirsch. Und die möchte ich hier gerne noch aufbringen, um das ein bisschen weiter auszudekorieren. Genau. So, das blendet, glaube ich, unwahrscheinlich durch. Ich packe das mal zur Seite. So, und das ist es auch schon soweit. Das ist mein Beitrag zum Thema Advent der Gruppe Hashtag Kreativideen. Einfach eine sehr schöne Karte, die gar nicht allzu aufwendig ist, aber wirklich was hermacht. Dadurch, dass man sie eben so schön aufstellen kann und als Adventslicht nutzen kann. Ja, ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Ich kann euch nur noch mal daran erinnern, auch bei den anderen Mädels vorbeizugucken, die ich in der Infobox verlinkt habe. Auch die haben wunderschöne Dinge wieder gemacht. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!